Servus Party Peoples, ich hasse die Dusche am Morgen. Eben war man noch schlecht gelaunt, müde, hat einen Kater und danach ist man müde, schlecht gelaunt, mit Kater, aber immerhin mit Pfirsichduft. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie kann ich nach dem Duschen noch schlecht gelaunt sein? Nun, das liegt an unserer Dusche in meiner WG. Alleine unser Duschkopf hat drei Einstellungen, die einen zum Verzweifeln bringen. Beim ersten haben wir so eine Art Nieselregen, mit der zweiten Einstellung kannst du einfach schon Granit schneiden und die dritte wird regelmäßig von der Polizei eingesetzt, um Demonstrationen aufzulösen. Da ist die Motivation zum Duschen schon relativ gering angesiedelt, sodass man sich schon überlegt, einfach zwei Duftbäume unter den Achseln anzubringen. Aber das ist nicht mal die größte Gefahr bei unserer Dusche. Viel schlimmer ist es, wenn du gerade am Duschen bist und jemand aus deinem Haushalt betätigt gerade die Klospülung. So schnell kannst du gar nicht reagieren. Außer du heißt Flash. Es gibt nichts Schlimmeres, dass man gerade gemütlich am Duschen, lalilala, performt ein geiles Solokonzert, denn unter der Dusche ist einfach jeder der Voice of Germany und in Sekundenschnelle bricht deine Welt zusammen und du verwandelst dich in deiner Waschroutine in einen Hummer, der bei 80 Grad gegart wird. Ausweichen unmöglich. Du hast Verbrennungen an sämtlichen Stellen, sodass selbst ein Vulkanologe, der in einen Lavastrom gefallen ist, dagegen wie Edward aus Twilight aussieht. Die Haut wird trockener als die Wüste Sahara und schuppt sich, dass selbst die Drachen aus Game of Thrones einpacken können. Zumindest kann ich mir dann den Besuch beim Underground-Friseur sparen, denn das pulverisiert einfach sämtliche Sackhaare. Also alle zwei. Abonniert gerne für mehr Details, die keiner wissen will. Natürlich nutzt der eine oder andere diese Temperatur, um neben den Duschen gleich noch eine Hühnersuppe aufzubrühen. Aber für mich ist das einfach überhaupt nichts und deswegen stelle ich dann meinen Duschhahn zum Abkühlen um 0,4 mm nach links, nur um dann festzustellen, dass ich vom gesichtsschmelzenden Regen mitten in einer Südpol-Expedition landete. Es gibt in dieser Dusche einfach nichts dazwischen. Du musst dich entscheiden, willst du so aussehen, wie Uli Hoeneß, wenn Bayern im DFB-Pokal rausfliegt, oder möchtest du Eiszapfen, die aus deinem Arsch rauswachsen? Und ich habe halt echt keinen Bock, zu kalt zu duschen, dann konserviert zu werden und irgendwann als Gletschermumie bekannt zu werden. So, wie ich bei diesen schwankenden Wassertemperaturen aufschreie und rumhüpfe, müssten meine Nachbarn denken, ich hätte regelmäßig guten Sex. Erstens, nein, meine einzige Begleitung in der Dusche ist zumeist eine kleine, freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Und zweitens, selbst die Vorstellung des erotischen Zusammenduschen zerbricht in der Realität wie der Arm von kleinen Kevin, nachdem dieser beim Fliegespiel nicht durch den Türrahmen passte. Denn beim Zusammenduschen ist es genauso oft zu heiß oder zu kalt, man hat mehr Schaum im Auge als ein Reh mit Tollwut, die Kontaktlinsen fallen raus, der kalte Duschvorhang küsst einen wie ein Dementor, die Freundin sagt plötzlich, der Duschvorhang küsst besser als ich. Ach, es ist einfach nur frustrierend, Leute. Nee, also dann mal lieber wieder baden. Ja, und jetzt würde mich interessieren, wie ticken eure Duschen so? Schreibt es gerne in die Kommentare. Teilt das Video wie Moses das Meer. Links zu meinen Social Media findet ihr dann unten in der Beschreibung. Und auf meinem OnlyFans-Account gibt es dann heiße Duschfotos von meinen Waschlappen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Keep going, euer Party Pad. It's the party pet.